Okay, ich grüße euch, liebe Zuschauer, und ich habe heute die Ehre, Professor Dr. Michael Vogt hier zu haben. Und wir wollten uns einfach auch so treffen, aber wir haben ein gemeinsames Thema, was mich berührt, denke ich auch viele anderen Menschen. Und haben wir uns gedacht, dass wir heute uns ein bisschen austauschen über so die Angst, sich zu zeigen, die Angst, gesehen zu werden, wie meine Angst ausgenutzt werden kann und speziell im Bereich der Medien, wie das ganze System funktioniert, dass man über die Medien so viel beeinflussen kann. Wo ist unsere individuelle Freiheit? Was haben wir verpasst hier in Europa? Gegenüber anderen Kulturen, was uns eingrenzt, was uns einfach in diese Ohnmacht bringt. Ich sehe überall diese Ohnmacht. Mhm. Also es ist, ich sag mal, ein Ausdruck auch eines ökonomischen und politischen Gesamtsystems. Wenn du fragst, was haben wir verpasst? Wir leben in einer sich auch in ihrer Krise verschärfenden kapitalistischen Gesellschaft, die, du hast den herrlichen Begriff der Individualität gerade angesprochen, genau das nicht will. Wir sollen im Hamsterrad funktionieren, wir sollen Konsumenten sein, wir sollen nicht nachdenken, wir sollen das tun, was denjenigen, die die Profiteure dieses Systems sind, letztendlich hilft. Und da ist freies Denken, da ist Autarkie, da ist Individualität, da ist die Suche nach einem eigenen Weg das Schlimmste, was diesem System passieren kann. Und deswegen passieren all diese Repressionen und Repressalien, die wir in zunehmender Form erleben und die verhindern sollen, dass dieses freie, unabhängige Denken, sich verbreitet oder überhaupt stattfindet. Es ist, ich sehe es so als Politikwissenschaftler als Historiker von meiner Herkunft her, dass es etwas ist, was mit diesem Gesellschaftssystem und mit seiner ökonomischen Struktur zusammenhängt. Man sollte wieder ab und zu mal in den Marx reinschauen und wird da spannende Sachen finden in der Kritik dieses Systems und feststellen, dass auch das, was wir jetzt im Augenblick ganz aktuell erleben, beispielsweise mit der Kriegspropaganda gegen Russland, die wir im Augenblick erleben, und das Überziehen der Welt mit Kriegen. Also es ist gespenstisch, dass sich da jetzt in Bayern 7 sogenannte G7-Leute treffen, die Moral für sich gepachtet haben und die Massenmörder sind. Mhm. Ein Obama hat Blut an seinen Händen ohne Ende und die Merkel ist eine Helfershelferin, die mitschuldig ist an Entwicklungen wie Libyen, an Entwicklungen wie der Ukraine, an Entwicklungen permanent in Afghanistan, Irak, wo jeden Tag Menschen sterben oder wo im Jemen mal eben mit irgendwelchen amerikanischen Drohnen ganze Dörfer ausradiert werden. Das sind unsere Partner, das sind die, mit denen die Merkel händchenhaltend und nette, freundliche Termine da in Elmau macht. Also es eine völlig moralfreie Gesellschaft, ein moralfreies System. Und Lenin hat das mal formuliert, dass dieser Kapitalismus in der Schlussphase eben ein Imperialismus wird als die letzte Stufe des Kapitalismus. Und genau da sind wir drin. Und da sind Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen und die sich selber Gedanken machen wollen, extrem störend. Aber das Gute ist, es werden immer mehr. Die Diskrepanz zwischen den
Repressalien, die stattfinden und dem, wie die Menschen sich zunehmend äußern, ist erfreulich und schön. Man merkt das in den Foren, man merkt das in den Chats, dass die herrschenden Medien immer stärker Prügel bekommen. Shitstorm nennt man das dann im Internet. Und sehr furchtbar drüber weinen, dass sie da kritisiert werden. Lügenpresse ist zum Unwort des Jahres 2014 geworden. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was wir im Augenblick in der Medienlandschaft erleben. Und insofern kein Unwort, sondern etwas, was genau die Sache auf den Punkt bringt und zum Ausdruck bringt, wie die Menschen, die anfangen nachzudenken und immer intensiver nachdenken, dieses System beurteilen und bewerten. Und das ist die wirklich gute Nachricht, dass es mit den Einschaltquoten bei Tagesschau und Heute Journal, mit den Auflagen bei Bild-Zeitung und Spiegel, Stern, Fokus und so weiter ständig bergab geht, dass große, renommierte Tageszeitungen inzwischen längst pleite sind. Die werden nur noch aus Imagegründen weiter finanziert. Wenn man sie ökonomisch genau ansehen würde, müsste man sagen, dass sie eigentlich dicht machen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und zeigt, dass die Menschen aufwachen. So, und jetzt gibt es natürlich den Gegendruck. Jetzt gibt es die Repressionen eines repressiven Systems, was die Menschen in die Angst jagt. Denn das Wichtige ist natürlich, dass die Menschen funktionieren. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich den Druck so aufmachen, dass jemand, der da nicht spurt, wenn er schon nicht oder sie selbst zu kontrollieren ist, zumindest von den anderen gemieden wird. Es gibt so ein schönes, das ist nicht genau im Kopf, ein schönes Zitat von Alexandre von de Tocqueville, der, ich glaube, 1835 nach seinem Besuch in den Vereinigten Staaten dort das System eines sogenannten freien Landes, wie er sich ausdrückt, verglichen hat mit den Monarchien in Europa. Und er sagt, dass die Art und Weise, wie dieses sogenannte freie System auf die Menschen zugeht, etwas ist, was in einer ganz besonderen Weise auf den Geist gerichtet ist. Er sagt, dieses System bringt die Menschen nicht mehr um. In einem zaristischen Russland, in einem monarchistischen England oder Frankreich, da rollen dann Köpfe, wenn jemand nicht funktioniert. Das gab es in den USA nicht. Aber es ist die Stigmatisierung. Der Mensch ist jemand, der jetzt falsch denkt, politisch nicht korrekt ist. Das ist 1835, hellseherisch, was er geschrieben hat. Der nicht politisch korrekt ist, jemand, der dann gemieden wird. Und jeder, der sich mit ihm noch trifft, ist selbst kontaminiert. Und mit ihm darf man keinen Kontakt mehr haben. Und er sagt dann die Schlussformulierung ist, ich lasse dich leben, also sagt dieses sogenannte demokratische System, aber dein Leben ist schlimmer als der Tod, weil dich niemand mehr annimmt, ernst nimmt, mit dir überhaupt in Verbindung. Du bist wie ein Pestkranker, ein mentaler Pestkranker. Und das ist das, was wir heute genauso erleben, was eben dieses amerikanische System ist, dass eben Menschen, die nicht auf Linie liegen, Verschwörungstheoretiker sind, die sind umstritten oder sie sind esoterisch oder sie sind rechts oder sie sind ausländerfeindlich oder was auch immer. Und wenn ich diesen Stempel erst einmal weg habe, zuckt jeder andere zurück und sagt, um Gottes Willen, mit so jemandem auf einer gemeinsamen Veranstaltung oder im Interview oder auf einem Kongress
Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und da gibt es Instrumente, da gibt es natürlich die Medien, die herrschenden Medien, die dafür Sorge tragen, dass das alles wunderschön funktioniert. Es gibt Wikipedia, das als Instrument funktioniert. Es gibt Psiram, früher ESOWATCH, was in diese Richtung arbeitet und nichts anderes als Funktion hat, als unabhängige Menschen zu diskreditieren und zu diffamieren, was den Menschen selber, mir ist das völlig egal, egal ist, nur es ist einem Gesprächspartner, einem, manchmal sogar einem Freund, einem Bekannten nicht mehr egal, sagt, du stehst aber da drin und sag mal, stimmt das? Ist das wirklich so? Bist du wirklich so ein schlimmer Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas? Oder es gibt gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Plötzlich ist irgendjemand, mit dem man noch gemailt hat und sagt, ja, ganz still plötzlich. Ganz still. Es gibt keine Absage, kein Telefonat und keine Nachfrage. Wenn man dann irgendwie das mal der Sache mal nachgeht und hintenrum erfährt, ja, da hat dann jemand das gelesen oder das gelesen und dann hat das funktioniert. Dann ist die andere Person in die Angst gegangen, kontaminiert zu sein, kontaminiert zu werden von jemand, der politisch eben nicht korrekt ist. Und auf dieses Thema zum Wohl. Das ist das Charmante, wenn man zu dir kommt, dass man dann italienischen Rotwein bekommt. Ja. Großartig. Alles ist Genuss. Ja. Aber ich weiß, also eben von einer Seite kann man sprechen, dass es jetzt einen Fortschritt gibt, dass viele Leute erkennen. Ja. Aber ich weiß, in meiner Zeit, wenn man am Tisch saß, wusste man, was SPD ist oder CDU oder KPD oder... Man hat noch diskutiert und jeder hatte eine andere Meinung. Ne? Auch die Parteien, so viel ich weiß, die haben viele schon gemeint, was sie gesagt haben. Auch wenn unten drunter, aber das ist jetzt so krass geworden, wie du gesagt hast. Also irgendwie, ich frage mich manchmal, welchen Unterschied gibt es jetzt zwischen Stalin, die DDR, Hitler, die Sklaverei in den USA und die Jetztzeit. Gibt es einen Unterschied? Weil du sagtest, früher konnte man die Leute, musste man die Leute abköpfen. Vielleicht in den arabischen Ländern muss man die Leute noch töten. Jetzt braucht man niemanden mehr zu töten. Was für einen Unterschied gibt es? Ich denke, also ich bin nicht einmal mehr sicher, dass wir nicht auf dem Weg dorthin sind wieder. Also ich sehe das, was so die Entwicklung der EU betrifft, ist das schnurstracks in Richtung eines Totalitarismus und eines Faschismus. Wir haben mit dem Vertrag von Lissabon durch die Hintertüre die Todesstrafe wieder eingeführt. Es ist so besonders grotesk und verlogen, wenn sich jetzt die Repräsentanten der EU hinstellen und die Ungarn schimpfen und sagen, also ihr dürft aber hier, das geht gar nicht, die Todesstrafe einführen. Dabei haben sie selber mit dem Vertrag von Lissabon gemacht. Und zwar nicht das, was Orbán vorhat in Ungarn, ist letztendlich eine Verschärfung bestehenden Rechts und eine Ausweitung bei schweren Kriminalitätsfällen, um das Instrument der Todesstrafe. Das, was Brüssel gemacht hat, ist, dass in dem Moment, in dem die Gefahr besteht, dass durch einen Aufruhr oder eine Demonstration, die als Aufruhr interpretiert werden könnte und eine Regierung dadurch vielleicht in Gefahr käme, also wir reden im Klartext vom Demonstrationsrecht, und dass das dann, je nachdem wie man das dann bewertet, so interpretiert werden könnte, dass das Tötungsverbot, was an sich in der EU-Menschenrechtscharta festgelegt ist,
außer Kraft gesetzt wird, wenn hier ein politisches System in Gefahr kommt. Also, wenn das, was der Westen mit seiner Hetze und mit seinem Manipulieren und bezahlten Demonstrationen mit dem Maidan in Kiew gemacht hat, wenn das vor dem Weißen Haus stattfände oder vor dem Reichstag in Berlin stattfände, dann dürfte die Killertruppe, hat ja EU schon eingeführt mit der Eurogent Force, dann dürften die schießen auf die Demonstranten. Dann dürfte, wenn also ein Maidan vor dem Reichstag stattfände, dann dürfte dort, weil die Gefahr bestünde, dass die Merkel aus dem Amt gejagt wird, könnte man nach den offiziellen Regelwerk des Vertrages von Lissabon von der Schusswaffe Gebrauch machen und die Menschen hinrichten. Also insofern sind wir gar nicht weit weg von einer Situation, wie wir sie in totalitären Systemen gehabt haben. Und wenn ich mir, also ich sag mal im Vergleich, ansehe, wie die Situation heute in den Vereinigten Staaten ist. Das ist ja so immer das Vorbild, da kommen ja letztendlich auch die Weisungen und die Umsetzungsbefehle her. Wir haben in den USA jeden dritten Menschen, Bürger, ist dort vorbestraft. Jeder dritte. Und du hast 25% der Weltgefängnisinsassen bei 4% der Bevölkerung. Also es gibt kein größeres Gefängnis auf der gesamten Welt als die Vereinigten Staaten. Und ein Prozentsatz wie diesen, den die USA inzwischen in puncto Gefangene und Gefängnisinsassen haben, hat Stalin nie erreicht. Nie. Also wir leben in der Zeit des Friedensnobelpreisträgers Obama in den USA in einem echten Terror- und Unterdrückungsregime. Und insofern, und wir wissen, dass etwa 800 FEMA-Camps für Millionen von Gefangene, potenzielle Gefangene, schon vorgerichtet sind. Wir haben die Luftbildaufnahmen von Hunderttausenden von Särgen, die dort bereitstehen, uns inzwischen ansehen können. Das ist die USA des 21. Jahrhunderts. Also, das ist ein Land, das ständig andere Länder angreift. Ja. 1 Million tot, überall destabilisiert, ja. Ist nicht anders als... Als ein Stalinismus oder ein Faschismus. Ja. Da muss man ehrlicherweise sagen, sind wir gar nicht weit weg davon. Was sie geschafft haben, und da ist natürlich die Rolle der Medien eine ganz wichtige, ist, dass das Image innerhalb der westlichen Gesellschaft ein gutes ist. Also es kriselt gewaltig. Auch das ist klar, warum Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat und dann einen Krieg nach dem anderen geführt hat. Dass diese Frage stellen inzwischen Millionen von Menschen und verstehen es auch nicht. Aber insgesamt, wenn du jetzt hier so die Mainstream-Medien der BRD ansiehst, hast du natürlich schon den Eindruck, das ist ein tolles Land und da wird die Freiheit und die westliche Wertegemeinschaft verteidigt. Dass das ein kolonialistischer Imperialismus ist, der wirklich einen Krieg nach dem anderen führt. Also wenn Putin all das gemacht hätte, was die USA unter Obama schon gemacht hätte, dann würde man ja die Kritik verstehen. Da sind die ja kilometerweit von weg. Der hat noch kein einziges Land überfallen. Meint ihr, wiederholt sich immer, jeden Weltkrieg wird Russland überfallen? Ja, ja. Mit schlimmen Konsequenzen, dass der Überfall von Russland eigentlich... das Imperium zerstört, immer zerstört hat. Aber jetzt, wenn ich sage, okay, das Individuum, ne, also ich Arbeiter in Wolfsburg oder in Italien, irgendwie habe ich das mit mir machen lassen. Ich habe irgendeinen Kompromiss gemacht. Der Joe Conrad sagt, moderne Sklaven, ne, also ich bekomme meinen Lohn, ich bekomme mein Auto. Also was passiert mit den Sohn des Vaters, der immer gesagt hat, wir müssen für unsere Ehre sorgen, wir müssen gerecht sein, wir müssen menschlich sein, mit all diesen Bewegungen, mit der Kirche, mit den Gewerkschaften, mit all diesen Strukturen. Was ist mit den Individuen geschehen, der das überall mit sich machen lässt, dass eben das sehe ich ständig, ist unsichtbar, so wie du es
total schön beschrieben hat, plötzlich einige entfernen sich, ne, von einem. Ne. Also dieser Mechanismus, den habe ich nicht verstanden. Wie kann sich so reihenweise die Menschen sich entfernen von ihr Sein und sich Stück für Stück in irgendein Land begeben, inneres Land, wo sie alles mitmachen. Das habe ich. Es ist in der Tat eine. Das amerikanische Volk, so ein tolles Volk. So ein wow, yes, let go, die wird alles plötzlich einfach schleichen, diese ganze Gesetze, Geld, Kennedy und so weiter. Alles wird Schritt für Schritt. Wie, warum? Was macht das Individuum? Warum ist das möglich mit einem Individuum, dass das geschieht? Ich muss nochmal auf das zurückkommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich das ökonomische System, von dem wir hier reden. Dieses ökonomische System hat diese beiden Seiten, nämlich die eine Seite, dass jeder von uns, der in diesem System lebt, auch davon abhängig ist. Davon abhängig ist, Monat für Monat sein Geld zu bekommen, seine Überweisungen zu bekommen, seine Miete bezahlen zu können, seine Raten für das Haus, für das Auto zahlen zu können. Also all diese Dinge, natürlich eine ökonomische Abhängigkeit bedeuten. Und das ist eine strukturelle Sklaverei, die mit dem Kapitalismus einhergeht. Das, was für mich so völlig wahnsinnig ist, ist, dass diejenigen, die als linke Kritiker, als Marxisten diese Dinge alle begriffen haben müssten und auch einmal begriffen haben. Wir haben hier in diesem Land eine Stamokap-Kritik gehabt. Wir haben in diesem Land neomarxistische Kritiken gehabt, die auf diese Punkte hingewiesen haben, dass die alle tot und kaputt sind und weg sind. Aus Parteien, die pazifistisch, die antikapitalistisch, die ökologisch angetreten sind, wie die Grünen, wie die irgendwo die SPD, wie die Linke in bestimmten Bereichen, sind ganz normale Systemträger geworden. Minister, die eben noch gegen Castortransporte demonstriert haben, haben sie anschließend als Umweltminister organisiert. Minister, die sich als Demonstranten gegen Amerikaner, amerikanische Kasernen, als Demonstranten gegen den Vietnamkrieg haben von der Polizei wegtragen lassen, haben plötzlich sich dafür ausgesprochen, an der Seite dieses amerikanischen Imperialismus gegen den Irakkrieg zu führen, wie Fischer. Das sind Leute, die ihre, also entweder haben sie die Ideale nie gehabt, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht einschätzen, oder sie haben sie bitter verraten zu dem Zeitpunkt, wo sie dann plötzlich in die Macht und in die Verantwortung, die sogenannte Verantwortung kamen, letztendlich politisch gekauft wurden. Und das ist ein strukturelles Problem dieses Systems und deswegen brauchen wir ganz dringend auch wieder eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Gesellschaftsstruktur, mit diesem Form des späten Kapitalismus, die ist komplett verschwunden und die ist komplett nicht mehr vorhanden. Und in dem Moment, wo wir das machen, tritt auch dieses Eingekauftwerden und diese Abhängigkeit nicht mehr ein, wenn man einfach sagt, wir müssen dieses System auf eine ganz andere, humane, menschliche, freiheitliche Basis stellen, sieht auch der Mensch in diesem System dann letztendlich wieder eine Perspektive und anders aus. Heute ist es so, dass durch die Abhängigkeit ganz, ganz vieler von ihrem Arbeitgeber sie keine Chance haben, wenn sie einen eigenen Weg gehen wollen und dann plötzlich unter Druck geraten, ökonomischen Druck geraten, müssen sie kuschen, müssen klein beigeben. Aber nochmal, auch das ist etwas, was immer weniger wird. Wir haben alternative, auch ökonomische Modelle. Wir erleben autarke Gemeinschaften, wo Geld keine Rolle mehr spielt.
Tauschringe, wo das Miteinander, also so wie es in Urgesellschaften, also in idealen Urgesellschaften mal stattgefunden hat, wieder funktioniert, wo ich nicht erpresst werden kann vom Arbeitgeber, sondern wo ich mein eigenes Ding mache, meinen eigenen Weg gehe, meine eigenen Fähigkeiten einbringe und dafür auch etwas zurückbekomme und von anderen deren Fähigkeiten nutzen kann. Das wird immer stärker. Solche Gemeinschaften, solche autarken Wege, es wird im Energiebereich, es wird im Lebensmittelbereich, im Medizinbereich eine ganz große und großartige Domäne von dir, der selbstständige und eigenverantwortliche Mensch viel stärker wieder gefördert und der hat eine viel größere Bedeutung. Das war vor 20 Jahren schlechter, das ist besser geworden. Und insofern haben wir auch deswegen diese Verschärfung in Richtung Totalitarismus, weil das System merkt, dass es im freien Fall ist. Also diese Situation, dass wir angegriffen werden, dass sich Leute distanzieren, ist nur ein Zeichen dafür, dass die Schrauben stärker angedreht werden, weil das System kollabiert, weil das alles nicht mehr funktioniert. Ich meine, wir sehen das in Griechenland, wir sehen das, diese ganze ökonomische Debatte, eine Situation, wo wir das 15-fache des Weltbruttosozialproduktes an virtuellem Schwachsinnsgeld um den Planeten rauschen lassen. Wir sagen, wie kann denn das sein? Ich kann hier Dinge produzieren, die einen Wert haben, wie eine gute Flasche Rotwein. Aber was ist ein Swap, ein Derivat? Das ist gar nichts. Und das ist 15 Mal so viel wie alles das, was die gesamte Menschheit produziert, schwirrt an Geld um den Erdball rum. Also Marx hat mal gesagt, wenn das Doppelte erreicht hat, ist das System am Ende. Inzwischen haben wir es 15-fache erreicht. Das System ist faktisch am Ende, aber jetzt wird natürlich jedes System, was untergeht, dreht die Schrauben nochmal an. Und das heißt, es ist schön. Also das heißt eben, ich frage mich, diese Gleichschaltung, dieser Riesenapparat, es hat irgendwie mit Angst zu tun. Ja. Sonst bräuchten sie nicht jedes Land anzugreifen. Ja. Das schaffen sie nicht in Syrien. Weil es in Syrien nicht geschafft haben, weil die russischen Schiffe da waren, machen sie es in Ukraine. Also dieser Riesenangriff bedeutet, dass sie Angst haben, weil wir gut sind. Ja. Das hatte ich noch nie verstanden. Das finde ich toll. Das hatte ich, ja, das ist gut. Ja. Noch in Italien vielleicht, eben Napolitano, der Ex-Präsident, war eigentlich ein Vorbild, das war eine kommunistische Partei Italiens, also alle, die kommunistische Partei sind jetzt, entweder sind alle Minister oder Bundespräsidenten, also die haben das auch irgendwie verraten, wie du sagst. Ne? Ja. Aber okay, jetzt schön deine Klarheit. Weißt du, man sieht ja auch, wir haben, du sagst Stichwort Bundespräsident, wie das funktioniert bei uns, in dem Moment, wo jemand einen falschen Schritt von der offiziellen Linie zur Seite abweicht, ob der Wolf je begriffen hat, was er mit seiner Rede in Lindau angerichtet hat, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also er hat die Zinsen angegriffen. Er hat das Zinssystem angegriffen, er hat die EZB und ihre Politik angegriffen. Er wird die Rede nicht selber geschrieben haben, die wird ihm irgendjemand logischerweise, das auch in Ordnung, einen Redenschreiber geschrieben haben. Aber es war etwas, wo er abgewichen ist von dem, was die Linie war. Parteilinie, wie im ZK. Also da hat sich ja bei der Merkel im Kopf auch gar nichts geändert. Das ist wirklich wie zu Zeiten im ZK. Und plötzlich wird der über Nacht medial hingerichtet. Das ist eben noch der große Bundespräsident und er ist ja Atlantiker und war Amerika-Fan und war voll auf Linie und ist einen Millimeter zur Seite gewichen und sofort haben die Medien, Springer-Konzern vorneweg, ihn geschlachtet. Und
ob das jetzt er war, ob das Philipp Jenninger gewesen ist vor Jahren, ob das der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger gewesen ist. Es ist völlig wurscht, wo du hinguckst. Kultusministerin, das habe ich nie verstanden. Ja. Warum die Schawan? Es passiert, weiß ich jetzt auch nicht, es passiert irgendein Fehler und schon ist man weg vom Fenster und das macht von niemandem Halt. Das heißt, die Leute, wir haben das bei Schröder gesehen, der Schröder hat in Sachen Irakkrieg im Unterschied zu seinem völlig eingekauften Herrn Fischer, hat im Irakkrieg seinen eigenen Weg gehen wollen. Und er hat, und da muss man sagen, egal was er sonst falsch gemacht hat oder wie auch immer, er hat es zumindest verhindert, was nämlich eine Merkel und ein Kohl nicht verhindert hätten, dass wir nicht auch noch im Irak mit einmarschiert wären als mit der Bundeswehr. Das hat er zumindest verhindert. Dafür ist er geschlachtet worden. Das ist etwas, wo er dann letztendlich seinen Hut nehmen musste, eine völlig unsinnige Vertrauensfrage gestellt hat, wer immer ihn da unter Druck gesetzt hat. Es wäre mal interessant, die authentische Autobiografie von ihm mal zu bekommen, was da die Hintergründe und die Drahtzieher gewesen und der Druck gewesen ist, der auf ihn ausgeübt wurde, damit er das Feld räumt und in die dann jemanden Platz macht, die voll auf Linie liegt. Die Typen haben selber ohne Ende Angst, dass sie ihr Image, ihr Renommee, ihre Macht, Macht haben sie ja gar nicht, aber ihre Medienpräsenz und das Spielen als Politikdarsteller verlieren würden. Also die können einem leid tun, dass sie da letztendlich unter einem ungeheuren Druck agieren und funktionieren müssen, anstatt ihren eigenen Weg zu gehen. Also liebe Leute, die den eigenen Weg gehen, die haben einfach nur Angst. Ein bisschen Mitgefühl wäre angebracht, weil und einfach nicht zu sehr wütend werden, weil die können nichts anderes, aber in der Entspannung, in das Mitgefühl, dass sie ausflippen. Was macht eine gute Mutter, wenn das Kind ausflippt? Bleibt ruhig. Also Putin zeigt es, er bleibt immer ruhig und lässt einfach diese Emotionswallungen, geht auf kein Spiel ein. Und das freut mich und als Ermunterung für alle, die den eigenen Weg gehen. Ne? Weil für mich ist es auch manchmal, die überschreiten wieder eine Grenze, werde ich einfach auch wütend oder so. Mhm. Und deswegen so diese Sache mit der Angst, das gibt mir ein bisschen Zufriedenheit. Und Sie dürfen nie vergessen, wir sind die 99%. Das sind nur ganz, ganz wenige, die die Stellschraube der Macht haben, durch viel Geld. Warum 99%? Die Mehrheit. Hört sich gut an. Die Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen, die Menschen, die auch zum Teil jetzt schon sehr offen in Foren, in Chats sich artikulieren, die sind die Mehrheit. Wenn ich mir anschaue, das ist nicht nur so dahergesagt, wenn ich mir anschaue, wie die Bevölkerung in allen entscheidenden, die Menschen hier in diesem Land, in allen entscheidenden Fragen denkt, wenn du sie befragst und wie die Politik umgekehrt proportional handelt, weißt du, dass die Mehrheit der Menschen gegen beispielsweise Auslandseinsätze der Bundeswehr ist. Wenn du die Menschen hier fragst, wollt ihr einen Krieg mit Russland? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch unter die 99% mit dem klaren Nein, dass wir natürlich keine militärische Auseinandersetzung mit Russland wollen, darunter käme. Das ist wahrscheinlich nicht einmal 1% der Menschen, die sagen, ja, doch, das wäre, glaube ich, eine ganz sinnvolle Geschichte. Kann ich mir nicht vorstellen. Vertrag von Lissabon, die Verabschiedung jeglicher Souveränität der
Budgethoheit des Bundestages durch ESM, die europäische Verfassung. Du kannst nehmen, was du willst. In all den Fragen Euro-Einführung waren die Menschen in diesem Land in einem ganz hohen Prozentsatz dagegen und die Politik hat genau das Gegenteil gemacht. Deswegen sage ich, ich habe da gar keine Angst und keine Sorge. Die Dinge, die wir verbreiten und die wir vorstellen in unterschiedlichen Bereichen, sind nicht nur mehrheitsfähig, sondern sind das, was die überwiegende Anzahl der Menschen auch wirklich will. Aber und die Einzelnen, die Vereinzelten, diejenigen, die wirklich die Minderheit darstellen, das ist die Politik mit dem ganzen Machtapparat der Medien, alles klar. Das sieht anders aus, aber es gab jetzt, aus welchen Gründen auch immer, drei hochinteressante Umfragen, die Telekom gemacht hat. Umfragen zu politischen Entscheidungen der Regierung. Entweder es war die Rache der Telekom, dass die Merkel sie gezwungen hatte, für die NSA mitzuspionieren, denn es war so Aussage, oder es, als das rauskam, wie dort die Telekom unter Druck gesetzt wurde, kam plötzlich eine nach dieser Umfrage nach der anderen. Und es war jedes Mal eine solche krasse Ohrfeige zu dem, was in der Politik vorgetragen wurde. Und die Ergebnisse waren immer 90, 95, 97% gegen das, was die offizielle Linie der Politik war. Gleich dreimal hintereinander in den letzten 4-5 Wochen. Aber wenn man die Leute fragt, wer sind die Bösen, das sagen schon die meisten. Assad, Syrien oder Putin oder... Bist du da sicher? Ich glaube das nicht. Nicht. Danke dir. Nein. Gerne. Ich glaube nicht mehr, dass die Mehrheit der Menschen der Auffassung ist. Im Gegenteil, es gibt eine Umfrage vom Berliner Tagesspiegel zu der Politik von Putin. Und dort war eine stabile, das waren über 80%, wie ich das in Erinnerung habe, Mehrheit der Auffassung, dass man für die Vorgehensweise, da ging es noch um das Thema Krim, und für die Politik Putins Verständnis hat. Die Mehrheit der dort Befragten hat Verständnis. Also man darf nicht sich, ich sag mal, auch wirklich in die Angst jagen lassen oder irritieren lassen von dem, was im Mainstream drin steht. Das hat mit dem Willen des Volkes nichts mehr zu tun, gar nichts mehr. Die Menschen wollen Frieden mit Russland und ich bin sicher, wenn man mal die Fakten auf den Tisch legt, dass wir sehen, wie der Einbruch des Images von Obama, der hat überhaupt kein ordentliches Image gehabt, das war Medien gemacht. Jetzt ist das auch medial nicht mehr zu reparieren, im Keller ist und runtergeht und man ihn für einen Kriegsverbrecher und einen Kriegstreiber und einen Imperialisten hält und die Mehrheit nicht mehr der Auffassung ist, dass er auch nur ansatzweise den Friedensnobelpreis verdient hätte. Also wenn du das vergleichst, bin ich sicher, bei einer ehrlichen, echten Befragung würde Putin dramatisch besser abschneiden als Obama. Keine Frage. Und ob Assad als der Hitler römisch 15 oder was auch immer dann noch durchgeht oder ob man mal sich so ein Typ wie Poroschenko oder solche Figuren, die jetzt rechte Sektor in der Ukraine, wenn man sich die mal genauer ansieht, was da für Verbrechen passieren, für Morde passieren, dass das diejenigen sind, die plötzlich hier auch ein Typ, der offensichtlich beim Boxen zu viel auf die Birne gekriegt hat, wie der Klitschko, Leute sind, die noch im Image weit oben stehen, wage ich stark zu bezweifeln. Wenn du richtig fragst, nicht unsere manipulierten Umfragen, sondern wenn man ehrlich und informiert und ehrlich fragt, ist die Meinung der Menschen eine andere, als der Mainstream uns vorgaukelt.
Und das ist ein gut, das ist auch eine Bestätigung für deine Arbeit, für Joes Arbeit, für Jürgen, der hier auch in Leipzig lebt und wirkt. Also für viele, viele Menschen, die in dem Bereich tätig sind, dass du einfach merkst, deswegen sagte ich das vorhin, dass die Mehrheit der Menschen inzwischen das vertritt, wofür wir eine Plattform geben und bieten. Schön. Das ist ein gutes Gefühl. Schön, das war mir nicht so bewusst. Aber schön, dass es dich gibt, schön, dass du das so sagst und schön, dass es ankommt. Ne? Das kommt an. Und ja, und so hatte ich das noch nie gehört. Und vielleicht kennen wir das. Du hast am Anfang das Thema Angst angesprochen. Ja. Und ich glaube, das ist der, also ich bin sicher, das ist der Schlüssel. Es gibt keinen Grund mehr, in die Angst zu gehen. Es gibt so viele tolle Menschen, die, ob das im gesundheitlichen Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen, sind Alternativen, Wege, selbstbestimmtes Leben zu leben, aufzeigen können und aufgezeigt haben und auch praktizieren. Und natürlich verstehe ich, wenn jemand in seinem beruflichen Umfeld den Mund nicht aufmachen kann, weil es dann Ärger geben könnte. Ich würde solchen Menschen trotzdem mal den Vorschlag machen, mal Dinge anzutesten. Sie werden überrascht sein, die Menschen werden überrascht sein, wie viele inzwischen genauso denken. Und dann, wenn man dann sich mal unterhält mit seinem Vorgesetzten, mit einem Kollegen, mit einem Untergebenen und plötzlich sich herausstellt, der oder die sieht das ganz genauso. Man hat sich nur vorher nicht getraut, diese Dinge anzusprechen. Ich muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und ich sage jetzt mal mit dem Schlüsselereignis des 11. September alles Lüge. Ja, ich weiß, dass es alles gelogen ist, aber ich kann ja mit vorsichtigeren, mit kleineren Themen Dinge mal antippen. Und wenn man das versucht und das auch mal praktiziert und dann merkt, es gibt eine Resonanz und plötzlich ist der Chef nicht der Böse, auch der Kollege ist nicht derjenige, der sagt, das ist ja auch ein Verschwörungstheoretiker. Man wird das erleben. Man wird auch solche Ablehnung erleben, aber es wird weniger und man wird seine Überraschung erleben, wie viele ganz genauso denken und dann sagen, ja, habe ich mir auch nicht getraut zu sagen. Diesen kleinen Test mal, vielleicht bei einem Gesundheitsthema, vielleicht bei der Frage, weiß ich nicht, wollen wir wirklich Krieg, also wo man relativ sicher sein kann, dass der andere das genauso oder die andere das genauso sieht, dass man das da mal austestet und plötzlich feststellt, ja, das ist jemand, der dieselben Bedürfnisse, denselben Wunsch nach Freiheit und nach Selbstbestimmung und nach einem eigenen autarken Weg hat, aber sich nie getraut hat, das zu sagen. Und dann werden wir merken, wie viel wir sind und wie wenig die paar Hanseln im Bundestag sind und die paar Medienfuzzis. Das ist dann nicht mehr vom Mainstream, die gehen alle in den Raum rein, die dann wirklich nachher die Macht und das Sagen haben, noch. Der Rest sieht das alles ganz anders. Also ist der große Diskrepanz zwischen das Medium, was in der Luft geschrieben ist, was die Leute empfinden und sehen, und die Medien. Ja, zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung. Das, was die Menschen als öffentliche Mehrheitsmeinung meinen und denken, ist komplett anders als das, was veröffentlicht wurde. Und das erzeugt irgendwann ein Gewitter. Ja, ja. Und darauf sollten wir noch mal einen Schluck trinken. Auf das Gewitter. Tschüss. Für mich ist es rund. Also ich bin ist einfach deine
deine Art, deine Energie, deine Kraft, das so zu sagen und das so zu sehen, das ist auch die Erfahrung, die du gesammelt hast, tut gut. Und habe ich eine neue Zuversicht heute. Ich danke dir, dass ich das, denn du hast mir die Plattform geboten und die Möglichkeit, die Dinge mal so auszusprechen. Und das ist wichtig, dass man da sich die Bälle zuspielt. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Das heißt eben, der kleine Mensch oder das Individuum braucht sich nicht so viele Sorgen zu machen. Richtig. Nicht so viele Ängste zu haben. Die Zuversicht, je mehr Angst, je mehr Druck, desto ein schöneres Gewitter kommen wird. Das sowieso alles rein. Dankeschön. Ich danke dir. Dankeschön.